Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News und wir starten direkt. Viele beklagen es, andere feiern es, der Online-Service der verschiedenen Konsolen. Sei es nun Xbox Live Gold, PlayStation Network oder Nintendo Switch Online. Davon kann man halten, was man will, aber die Zahlen zeigen auf jeden Fall, dass es sich für die Hersteller lohnt. Denn allein im letzten Jahr hat sich der Umsatz in Deutschland verdoppelt. Und zwar auf ganze 353 Millionen Euro, die alleine in Deutschland eingenommen werden. Und das ist schon eine ziemlich krasse Zahl und zeigt einfach auch, dass sich in dem Fall das Ganze so ein bisschen etabliert hat und die Leute gerne für sowas bezahlen, vorausgesetzt es läuft denn gut. Denn da kann man eigentlich gerade nur von 2 von 3 Services sprechen. Alle, die mit dem Epic Games Store zu tun hatten oder beziehungsweise das Ganze in letzter Zeit ja schon mitbekommen haben, was da so zwischen Epic und Steam abgegangen ist, denen sollte auf jeden Fall bekannt sein, dass der Store immer weiter wächst. Es werden immer weiter kostenlose Spiele rausgehauen und zum Beispiel dieses Mal bis zum 30. Mai Rime. Das Spiel ist ja noch nicht allzu alt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Ding gewesen, wurde auch von vielen heiß erwartet und gibt es jetzt für den PC kostenlos zum Download über den Epic Store. Also da macht man auf jeden Fall, finde ich, auf jeden Fall alles richtig. Was man allerdings nicht so richtig macht, ist der Shop an sich, denn der ist noch nicht besonders benutzerfreundlich. Alleine schon, wenn man in einem Sale mehrere Spiele hintereinander kaufen will, so wie man es zum Beispiel von Steam gewohnt ist, dann sagt der Epic Store irgendwann, naja, nee, du darfst nicht mehr shoppen, weil das geht uns hier alles zu schnell. Und Epic sagt dazu, naja, wir wollen da irgendwelche betrügerischen Versuche unterbinden und die Leute sollen sich doch bitte mit dem Service auseinandersetzen. Wo ich denn so sage, so macht man aber kein Geld, liebes Epic-Team. Vor kurzem war es noch ein 1. April-Scherz, aber jetzt gibt es auf jeden Fall eine Neuauflage von dem äußerst beliebten Spiel Swine. Ich lese immer in den Kommentaren, das habe ich damals als Spiel stunden- und tagelang gespielt und mir sagt es ehrlich gesagt nicht so viel. Aber wer es auf jeden Fall nochmal miterleben will, jetzt gibt es eine neue HD-Remaster-Version und die ist ziemlich cool ausgestattet. Für 9,99 € bekommt ihr nämlich überarbeitete Texturen, einen 16:9-Modus, einen erweiterten Zoom-Modus und dazu noch kostenlos als digitalen Download den Soundtrack und noch ein digitales Artbook. Und das kann man sich auf jeden Fall für den Preis geben. Falls ihr so große Fans seid wie ich, zum Beispiel von Spielen wie Detroit Become Human oder auch Heavy Rain oder vielleicht auch Until Dawn, die dürfen sich jetzt freuen. Denn endlich steht der finale Release-Termin von Man of Medan fest. Das ist der Entwickler Supermassive Games, der auch schon Until Dawn entwickelt hat. Und die haben wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht in dem Fall. Und Man of Medan wird definitiv in dieselbe Kerbe schlagen. Wir dürfen also gespannt sein, was das Spiel im Grunde genommen bringen wird, denn am 30. August kommt es endlich raus, das heißt auch knapp nur noch 3 Monate. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, ich spiele so eine Games ja immer sehr, sehr gerne. Man of Medan kommt übrigens nicht nur für die PlayStation 4, sondern auch für den PC. Also Leute, gebt dem eine Chance. Das ist auf jeden Fall die erste Episode von mehreren, die Supermassive Games rausbringen will. Ich hoffe nur, dass die neueren schon am entwickeln sind, weil Man of Medan hat schon ganz schön lange gedauert. Normalerweise werbe ich es nicht so krass an, aber es gibt einen neuen Patch für Days Gone. Wer jetzt sagt, ja, okay, es gab aber 9 neue Patches in letzter Zeit, da habt ihr absolut recht. Ich will euch trotzdem mal über den neuesten informieren. Der hat bei mir ganze 12 GB gewogen, aber das Spiel hat seitdem keine Frame-Drops mehr. Und wer sich jetzt so ein bisschen von den schlechten Rezensionen der letzten Zeit beeindrucken lassen hat, so schlecht wie viele tun, ist das Spiel gar nicht. Ich bin nämlich der Meinung, die meisten Reviewer haben das Spiel, na sagen wir mal, so um die 10 bis 12 Stunden gespielt und dann abgebrochen. Aber ich finde gerade den Kontrast zu anderen Open-World-Spielen, wo man an jeder Ecke 5000 Sachen machen kann, sehr, sehr angenehm. Ja, die Welt von Days Gone ist nicht so voll, dafür hat man aber allerdings auch immer wieder Hotspots. Und ich finde, die Story ist richtig cool erzählt und inszeniert. Also wenn ihr das Spiel jetzt nicht kaufen wollt, vielleicht ja in ein paar Monaten für einen günstigeren Preis. Ich kann es euch nur ans Herz legen.
Eins habe ich in der letzten Zeit festgestellt. Als Raytracing als Technik mit den RTX-Karten von Nvidia vorgestellt wurde, da hat man so gesagt, naja, was soll denn der großartige Unterschied sein? Ich sehe da jetzt nicht viel Unterschied zu normalen Spielen. Aber jetzt kommen langsam die Mods für ältere Spiele raus, die wirklich mal zeigen, was Raytracing kann, beziehungsweise Path Tracing, denn Path Tracing ist quasi eine Unterart von Raytracing, die wesentlich leistungsschonender ist. Path Tracing ermöglicht es, Lichtstrahlen zu berechnen und die im korrekten Winkel von Objekten abprallen zu lassen. So sind zum Beispiel auch Spiegelungen möglich, die ihr normalerweise mit einer normalen Rastertechnik nicht mehr sehen könntet, weil ihr eigentlich nicht im optimalen Winkel steht. Und wunderbar zeigt das die aktuelle Minecraft-Mod. Wer hätte gedacht, dass ich das Spiel hier mal erwähne in der Nerd News, aber das zeigt wirklich perfekt, was Path Tracing alles so kann. Und ich verspreche euch, in ein paar Jahren werden wir über die Beleuchtungsmethoden, die wir jetzt in aktuellen Spielen sehen, eigentlich nur noch lachen können. Wenn das Ganze nämlich perfektioniert ist und das wird noch besser aussehen als in der Minecraft-Mod, dann haben wir wirklich mal realistisches Licht. So zum Beispiel auch Mischungen von verschiedenen Farben, die dann anderen Farbton ergeben. Wie gesagt, Spiegelungen, die ihr normalerweise gar nicht mehr sehen könntet mit einer normalen Rastertechnik, einfach aus Leistungsgründen und so weiter und so fort. Wenn ihr euch mal mit der Technik auseinandersetzen wollt, unten sind die Links. Wenn ihr an den Erfolg der PlayStation 4 denkt, denkt ihr dann an den Punkt Nischenmarkt? Nein? Ich eigentlich auch nicht, allerdings Sony schon. Die haben nämlich jetzt in einem Investoren-Meeting bekannt gegeben, dass trotz des Erfolges der PlayStation 4, die sich ja langsam auf die 100 Millionen Einheiten zubewegt, eine Konsole an sich ein Nischenmarkt, und jetzt kommt's, bleibt. Das heißt, man hat erkannt, dass der Mobile-Markt und der Streaming-Markt in Zukunft wahrscheinlich wesentlich mehr Platz einnehmen werden, als man das mit einer klassischen Konsole erreichen kann. Und hier wird es auf jeden Fall interessant, denn ich bin mit diesen Konsolen aufgewachsen, aber Sony sagt selbst, Mobile ist nun mal der wesentlich lukrativere Markt. Trotzdem will man natürlich gerne weiterhin eine stationäre Konsole für den Heimanwender rausbringen und das auch zum fairen Preis. Was haltet ihr davon? Viele sagen ja, Mobile Gaming ist kein Gaming, aber vom Prinzip her ist es leider genau das, bloß in wesentlich kleineren Maßstab und anscheinend mit wesentlich höheren Margen als eine Konsole und ein Spiel dazu für 60 Euro. Ich finde die Entwicklung traurig. Ich habe ja letztes Mal schon gefragt wegen dem Streaming und die meisten von euch sagen ja auch, Streaming ist nichts für sie. Aber ich glaube, die Hersteller setzen momentan ganz fest drauf und deswegen sind ja auch Sony und Nintendo gerade so schön zusammen mit Microsoft da am Austüfteln, was man in Zukunft damit machen kann. Aber natürlich hat eine stationäre Konsole auch Vorteile. Man kann nämlich dafür Sachen entwickeln, die nur dafür funktionieren. Wenn man jetzt Vorteile und nur dafür funktionieren zusammennimmt, ist das natürlich ein kleiner Unterschied. Allerdings entwickelt Sony offensichtlich eine neue PlayStation VR. Denn man hat ein neues Patent eingereicht, was es ermöglicht, ein haptisches Feedback an den Benutzer zurückzugeben. Das heißt über die Controller, und teilweise spricht man im Patent auch über die Brille, dass man im Grunde genommen, ich sag's mal ganz einfach salopp frei raus, vielleicht eins im VR-Titel auf die Fresse bekommt und dann merkt man das am Helm. Natürlich nicht so doll, als wenn man wirklich eins in die Fresse bekommen würde, aber vielleicht so ein Ruck oder ähnliches. Das weiß man natürlich aktuell noch nicht. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Patent bleibt und Sony da nichts weiter macht, aber lassen wir uns mal überraschen. Wo wir gerade bei der Next Generation sind, Capcom hat sich nun auch endlich mal zu der nächsten Generation geäußert. Und hier wird es spannend, denn Capcom hat gesagt, dass die Next Generation Spiele, die für die PlayStation 5 und die nächste Xbox rauskommen werden, wesentlich länger in der Entwicklung sind als das, was wir aktuell auf dem Markt haben. Denn das, was wir aktuell auf dem Markt machen können, denn wir brauchen höher aufgelöste Texturen, das ist wahrscheinlich noch das kleinste Problem. Wir brauchen bessere Charaktermodelle, wir brauchen detailliertere Autos und so weiter und so fort. Und da steckt nun mal wesentlich mehr Arbeit drin. Ob das jetzt Studios wie Ubisoft auffangen können, die ja schon jetzt 2000 Leute an einem Assassin's Creed ransetzen und vielleicht in der nächsten Generation dann 2500 oder vielleicht sogar 3000 Leute, das sei mal dahingestellt, aber es wird auf jeden Fall der Aufwand steigen für die nächste Generation von Spielen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich bin dafür, dass nicht mehr so oft Riesentitel erscheinen, die man unbedingt zocken muss, wenn man denn will.
sondern dass das schon so sein darf, dass vielleicht ein bis zwei große Titel pro Monat erscheinen. Das würde mir völlig reichen. Wer lange schon nach einem neuen Mario Kart lädt, der hat er jetzt von Sega Futter bekommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, naja, mit einem schon guten Racer, aber der kommt natürlich an Mario Kart 8 auch nicht ran. Jetzt gibt es aber einen kleinen Dämpfer, denn bei Team Sonic Racing, gerade für die Switch-Käufer, gibt es einige Nachteile. So gibt es zum Beispiel nicht denselben Online-Modus, die die PlayStation 4 und die Xbox One X bzw. One S haben, sondern einen abgespeckten Online-Modus. Denn die PlayStation 4 und die Xbox One haben ein Party- und ein Einladungssystem, was auf der Nintendo Switch völlig fehlt. Momentan könnt ihr alle nur einer Online-Lobby beitreten und hoffen, dass ihr im selben Team seid, was ziemlich traurig ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Dämpfer und den finde ich noch viel absurder, denn das Intro bei Sonic Team Racing fehlt auf der Nintendo Switch komplett. Während ihr auf einer PlayStation 4 und einer Xbox One, sage ich mal, mit einem 2 Minuten langen Intro verwöhnt werdet, ist das auf der Nintendo Switch halt, wie gesagt, komplett gestrichen. Und woran liegt es mal wieder? Natürlich an der Cartridge-Größe. Sonic Team Racing ist nämlich 7 GB groß und würde mit diesem neuen Intro wahrscheinlich knapp an die 8 GB rankommen. Und da hat Sega gesagt, na, wir wollen ja nicht auf die nächstgrößere Cartridge gehen. Das reicht schon, dass wir von 4 auf 8 GB aufstocken mussten. Und ich finde das langsam wirklich absurd. Also da muss ich wirklich mal Kritik lassen, aber nicht nur an Sega, sondern auch einfach an Nintendo, die eventuell das Ganze besser subventionieren sollten. Und wenn man am Ende nur noch 32 GB Cartridges herstellt, damit die im Grunde genommen mit höherer Stückzahl in den Produktionskosten sinken, dann wäre das auch schon ein Schritt. Das dann zwar ein bisschen mehr Speicherplatz verschwendet, aber man hätte auf jeden Fall die freiere Wahl, gerade als Retail-Käufer. Aber wo wir gerade bei der Nintendo Switch waren, kommen wir doch gleich mal noch weiter in die Nintendo-Ecke, denn Resident Evil Zero, Resident Evil Remaster und Resident Evil 4 sind endlich für die Nintendo Switch erschienen. Und wie soll man es auch anders erwarten, die Versionen laufen natürlich sehr gut auf der Konsole. Wer jetzt allerdings erwartet hat, dass man einen Port von Resident Evil 4 erwartet, der richtig gut ist, der kann länger warten. Denn es gibt weder die Wii-Unterstützung, also das heißt, ihr könnt nicht auf den Fernseher zielen mit eurem Joy-Con, was eigentlich sehr geil gewesen wäre, noch sind irgendwelche alten Bugs drin, die auch schon beim PlayStation 4 Remaster dabei waren. Und da sage ich mir so, schade, man hätte ja eigentlich sozusagen die Definitive Edition von dem Spiel denn auf die Switch bringen können. Chance verpasst, Capcom. Vor allem für den Preis. Ein vorletztes Thema haben wir noch, und zwar gab es ja gestern eine extra News zum Mario Kart Tour. Erste Screenshots und Gameplay sind aufgetaucht. Und jetzt nach längerem Testen stellen die Leute so fest, halt mal, ist das nicht komplett Pay to Win das Spiel? Und das wäre ein ziemlich krasser Einschnitt. Denn momentan sieht das Finanzierungsmodell von Mario Kart so aus. Es sieht nämlich so aus, dass ihr bei Mario Kart Tour Fahrer, Gleiter, Karts und Strecken freischalten könnt. Und jetzt kommen wir erstmal zu der Krux der Sache. Denn durch das Absolvieren der normalen Rennen oder spezieller Herausforderungen könnt ihr Grandstars sammeln. Die tauscht ihr dann gegen Geschenke ein, wo zufällig eventuell so ein grüner Edelstein mit drin ist. Mit diesem grünen Edelstein könnt ihr nicht etwa die Karts oder die Gleiter oder die Strecken kaufen, sondern müsst die im Grunde genommen in eine Röhre schmeißen, an der ziehen, und dann könnt ihr zufällig einen neuen Fahrer, Gleitskart oder Strecken freischalten. Das muss aber nicht unbedingt sein und das muss auch nicht unbedingt das sein, was ihr haben wollt. Und ich denke mal, dass die Fahrer sehr, sehr selten nur dabei sind. Jetzt sind die Leute natürlich so, also wer sich da im Grunde genommen diese grünen Edelsteine im Shop kaufen kann, das kann man momentan noch nicht machen, aber das wird dann demnächst so wohl in der finalen Version so sein. Und dann können sich natürlich die Leute, die sich diese grünen Edelsteine kaufen, auch mehr Chancen ausrechnen, diese Fahrer zu kaufen. Und das finde ich irgendwie schade, denn spezielle Fahrer, wie in der letzten News erwähnt, haben spezielle Eigenschaften auf speziellen Strecken. Das heißt, wenn ihr schon den speziellen Fahrer für diese spezielle Strecke habt, seid ihr wesentlich schneller auf der Strecke als andere, weil ihr vielleicht auch passendere Items habt. Und das ist irgendwie ein ganz eigenartiges System, Nintendo. Außerdem hat man auch gleich noch einen anderen Dämpfer festgestellt, denn es gibt offensichtlich keinen richtigen Online-Modus bei Mario Kart Tour.
Denn es ist einfach nur so, ihr könnt euch zwar online verbinden und ihr seht auch die Avatare von den Leuten, allerdings werden die dann einfach durch CPUs ersetzt und die fahren dann die Strecke ab. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Nintendo sagt, okay, der und der hat so viele Punkte mittlerweile erspielt, der ist halt ein bisschen schneller, ein bisschen mehr im Vorteil und so weiter und so fort. Aber eigenartig finde ich das schon. Testen könnt ihr das dann, wenn ihr irgendwann vielleicht auch mal auf die Beta Zugriff habt, ganz einfach, indem ihr einfach das Rennen verlasst und dann wieder einsteigt und dann genau an derselben Stelle weitermachen könnt. Und das ist eindeutig leider Fail. Alter, ist die lang die News und wir haben nochmal ein ganz kleines Thema. Und zwar die Speicherkarten für die Nintendo Switch gibt es jetzt in einer zweiten Version offiziell lizenziert von SanDisk. Die sind jetzt auf Amazon aufgetaucht und sehen eigentlich recht hübsch aus. Fast schon zu hübsch für eine Sache, die eigentlich, na ich sag mal, in der Switch verschwindet. Aber ich habe sie natürlich euch unten verlinkt, genauso wie Mario Maker 2, was ja endlich nächsten Monat rauskommt. Und da dürfen wir auch gespannt sein, was das Spiel uns alles noch bringen wird, weil bei dem Anfang-Content wird es natürlich nicht bleiben. Wenn ihr also Bock auf eins der beiden Sachen habt, dann könnt ihr unten das über meinen Amazon Affiliate Link bestellen, da bekomme ich noch ein paar Cent ab. Würde mich jetzt sehr freuen. Und weil die Nerd News natürlich was Besonderes sein soll, gibt es jetzt ab sofort nochmal einen Kommentar der Woche. Und das habe ich mir unter dem Video, wo ich gesagt habe, dass sich einiges ändern wird auf dem Kanal, rausgefischt. Und zwar vom lieben Evolution erstmal Grüße an dich und ich lese das jetzt mal kurz vor. Okay, am Anfang war ich schon etwas erschrocken, denn du bist mit dem News groß geworden und das war der Grund, warum ich dich gefunden habe. Ich finde es aber echt gut und sinnvoll, denn das wirkt auf den ersten Blick doch professioneller, wenn du das gezielt planst, zeigt das, dass du dich weiterentwickeln willst und das finde ich schon wichtig und auch sehr gut. Nerd News nur einmal die Woche ist okay, du solltest dann nur aufpassen, dass du mit einigen wichtigen Themen nicht der Letzte bist, der die News bringt. Denn das birgt die Gefahr, dass man denkt, das sind ja eh nur alte News, das wusste ich schon vor 6 Tagen von anderen. News, Retro und Hardware, denke ich, machen auch mehr Sinn, wenn man das etwas planen kann. Nerdy, bitte nicht den Selbstmitleid ertrinken, ist aber okay, du hast ja zugegeben, dass du das unterschätzt hast und auch das braucht etwas, was viele nicht haben, den Mut, auch Fehler und/oder Probleme einzugestehen. In diesem Sinne, bleib wie du bist, denn du bist du mir und der Community am liebsten. Vielen lieben Dank, Evolution, und vielen lieben Dank auch für die kleine Kritik zwischendurch. Das ist natürlich auch wesentlich netter formuliert, als einige, die gesagt haben, ach, scheiß dir nicht in Hosen oder so. Fand ich auf jeden Fall super und wie du siehst, es sind diese Woche wesentlich mehr News rausgekommen als sonst und ich konnte wesentlich schneller reagieren. Deswegen denke ich mir, passt das Konzept ganz gut. Das wird es jetzt jede Woche geben, das Kommentar der Woche. Aber jetzt gebe ich ab in den Feierabend und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News, lasst den Daumen nach oben da und ciao. Pass Tracing. Alter, der Satz war doch schon fast durch. Und die haben wirklich einen sehr, sehr guten Shop. So ein Quatsch. Jetzt war ich schon wieder beim Epic Games Store. Falls ihr so große Fans seid wie ich, wie ich... Mann. Ach, Kacke. Wieder vergessen, den Link zu öffnen. Alter, ist die lang, die News. Aber wir haben jetzt noch mal ein kleines Thema. Und das weiß ich nicht mehr. Gerade für die Switch-Leute. Quatsch. Team Sonic Racing. Oh!